Du machst einen Fehler! Schon wieder! Was? Ist das dein Ernst? Diese Teufel wollten unseren Standort wissen! Wenn wir jetzt ins Lager fahren, führst du sie direkt dahin! Hast du mal rausgeguckt? Der Sturm verwischt alle unsere Spuren! Den Blutgeruch? Was? Thank you.
Es sind noch mehr auf den Fersen. Fuck! Müssen sie loswerden! Kann man den Motor auch zerficken? Leck mich, Soul! Mehr krieg ich aus der Mühle nicht raus! Schüttel die Wichser ab! Mach dich bereit! Unterschlupf! Ich weiß, verdammt! In der Nähe ist eine verlassene Farm. Da bringe ich uns hin. Fuck, mein Kopf! Mich umbringen! Lass uns das endlich beenden! Kann ich nicht rausholen! Nein! Auch besser nicht! Oh, sorry, ich bin auf euch. Haha! Wunderschön! Yeah! Wir haben sie! Nicht übel, Kleine! Hätte ich auch nicht besser hingekriegt! Ich... danke! Ich kenne diesen Ort. Sollte sicher sein. Zumindest fürs Erste. Rein! Schnell! Ich muss mal durchatmen. Rechtzeitig zum Abendessen. Kein Hunger. Hab schon eine Tonne Sand gefressen. Sieht aus, als bleiben wir heute Nacht hier. Ein bisschen Strom wäre gut. Hilfst du mir suchen, wie? Ich fange hier drin an. Viel nützliches Zeug. Die Ingolds mussten schnell fliehen. Das Angebot von Biotechnica war gut. Ja, bestimmt. Verkauft euer Land, oder? Das weißt du nicht. Wir waren nie Bulldozer oder Bagger. Wir wollten sie einfach hier weghaben. Lässt du dich mit einem Konzern ein, hast du am Ende nichts. Reden wir nicht darüber. Nicht jetzt.
Verdammt! Es wird kalt. Hab versucht, die Heizung anzuwerfen. Ging aber nicht. Kannst du mal checken? Vielleicht schaffst du es ja. Weißt du was? Wenn ja, drück sie einfach wieder rein. Dann schmeiß ich das Ding hier an. Okay, gib mir eine Sekunde. Danke. Wenn Saul erfriert, hätten wir uns all das auch sparen können. Siehst du, was ich sehe? Mindestens haltbar bis vom letzten Krieg, aber hoffentlich noch kein Gift. Ist wohl unser Glückstag. Glückstag? Interessante Wortwahl. Kommt gleich wieder ein Vortrag? Nein, kein Vortrag. Aber wir sollten reden. Der ganze Scheiß mit den Wraiths hätte nicht passieren dürfen. Die wollten alles. Lagerstandort, Routen, Verladepunkte. Wüssten die, in welchem Zustand wir uns befinden? Ach komm, nicht jetzt. Ihr seid beide müde. Vielleicht hast du recht. Wir können die Ruffen nicht allein bezwingen. Also willst du unseren Biotechniker verscherbeln? Sag ihm, dass das eine Scheißidee ist! Sei nicht sauer, aber Saul könnte recht haben. Was? Wieso? Weißt du, wie die Dinge in Night City laufen? Jeder kämpft um seinen Teil der Straße. Und wer Prügel kassiert, sucht sich eben stärkere Chumbas. Du redest von Gangs. Das Prinzip ist hier draußen dasselbe. Solltest du nicht vergessen. Hörst du das, Panam? Die Stimme der Vernunft. Ich höre nur den Scheißwind. Klar gab's hier unter Streit. Sicher, wie in jeder Familie. Sollten wir nicht wieder ausgraben? Finde ich auch. Wenn du wieder zurückkommen willst, würden wir dich mit offenen Armen empfangen. Aber manche Dinge müssen sich auch ändern. Das heißt, kein Vordrängeln mehr. Geht das wieder los? Weißt du was, Kleine? Später können wir uns immer noch gegenseitig an die Gurgel gehen. Das hoffe ich doch. Aber jetzt würde ich mich echt gern ausruhen. Soll ich helfen? Halt's Maul. Wisst ihr, wie man so einen Sturm in Nordafrika nennt? Habub. Mann, ich liebe dieses Wort. Was war das denn gerade? Bestimmt nur die Mets. Ich hoffe es. Hat sicher ein paar Schläge gegen den Kopf abbekommen. Und? Findest du es so besser? Nein, nur anders. Daraus könnte man ein nettes Motel machen, oder? Kleiner Kamin, genug Suff. Fehlt nur der schlecht gelaunte Typ am Empfang. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Es ist alles perfekt. Machst du es dir nicht etwas zu gemütlich? Hab's wohl übertrieben. Vielleicht ein wenig. Weißt du, ich denke, wir sollten jetzt schlafen. Ein verdammt langer Tag. Und wie? Danke, dass du gekommen bist. Das bedeutet mir viel. Hörst du das? Nein. Der Wind hat nachgelassen. Weiß nicht, wie das bei Habubs ist. Oh, aber wenn ein Chinook durch die Prärie saust, mache ich immer kein Auge zu. Nicht mal kurz.
Im Namen der Mitarbeiter des Independent California Motels wünsche ich Ihnen süße Träume. Hast du gut geschlafen? Gute Arbeit, wie? Ich sag dir eins. Nächstes Mal such ich das Motel aus. Wenn's ein nächstes Mal gibt. Also, ich hab wie ein Baby geschlafen. Gemütliche Schulter hast du da. Echt schade, dass ich gleich los muss. Moment. Ich dachte, du willst zurück zu den Aldecaldos. Beim Clan bleiben. Ist auch so. Komm. Gestern Abend, als wir mit Saul gesprochen haben. Ihr habt beide viel Blödsinn geredet. Aber eins muss ich ihm lassen. Die Raves, der Überfall, das war nur der Anfang. Wir müssen uns drauf vorbereiten. Saul kümmert sich ums Lager und ich... Und du? Die Ruffen wollten unsere Routen, stimmt's? Jetzt sind die Aldecaldos dran. Ich werde Informationen sammeln. Eins noch. Deine Belohnung... Behandle sie gut. Hat mich lange begleitet. Sie ist in guten Händen, Tanam. Ich weiß. Also, danke. Wieder einmal. Bin froh, dass ich helfen konnte. Wirklich froh. Pass auf dich auf. Du auch, Panam. Und denk dran, ich schulde dir was. Okay, zurück nach Night City, wie? Hab die Schnauze voll von diesem Kaff. Thank you.